Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, ich begrüße Sie zum heutigen Gottesdienst, der in der Dorfkirche in Münchhausen aufgezeichnet wird. Hinter mir sehen Sie diese Kirche, die 1973-74 teilweise neu erbaut wurde. Der Kirchturm der alten Kirche blieb stehen und ein neues Schiff wurde dazu errichtet. Hier in diesem Kirchturm befindet sich mittlerweile die Kapelle am Weg. Sie lädt ganztägig ein zu Einkehr, Stille und Gebet. Gleichzeitig beginnt hier auch der Meditationsweg Perlen des Glaubens, der hochführt zum Christenberg. Wir sind zusammengekommen im Namen Gottes des Vaters. Er ruft das Licht aus der Finsternis. Wir sind zusammen im Namen Jesu. Er kommt als Licht in unsere Welt. Wir sind zusammen im Namen des Heiligen Geistes. Er macht es in unserem Leben hell. Gott ist unser Licht. Im Vertrauen darauf zünden wir diese Kerzen an. Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine
Es mag so manches geben, das uns heute bewegt. Gutes und Schweres, Dank, Klage oder Bitte. In der Stille bringen wir es vor Gott. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Amen. Sind Sie neugierig auf Jesus? Auf den, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist von den Toten? Auf den, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage? Auf ihn, der wiederkommen wird und auf den unser Lebensweg zuläuft? Neugierig auf Jesus begleiten wir heute Menschen, die diesen Weg gegangen sind. Wir hören ihre Geschichte aus dem Johannesevangelium im 12. Kapitel. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. I'm
neugierig auf Jesus? Ich lade Sie ein zu einer Entdeckungsreise. Dazu verkleide ich mich ein wenig und erzähle aus der Sicht des Philippus, von dem wir eben in der Lesung ja schon gehört haben. Ja, hallo, ich bin Philippus, einer von den Zwölfen, ein Jünger der ersten Stunde. Mit Jesus bin ich unterwegs und habe einiges mit ihm erlebt. Ich habe miterlebt, wie er gekreuzigt wurde und wie er auferstanden ist von den Toten, habe ich auch voller Staunen gehört. Und nun gehöre ich zu den Christen. Und wir sind eine große Gemeinschaft geworden, die sich um ihn sammelt. Aber nun erzähle ich, wie es war, als wir nach Jerusalem eingezogen sind. Die Menschenmenge hat ihm einen großartigen Empfang bereitet. Denn vorher hatte er in Bethanien, einem Dorf nahe von Jerusalem, einen Toten auferweckt. Und davon sprachen alle mit großem Staunen. Wer ist dieser Mann, dieser Prophet aus Nazareth, dieser Gottesmann, dieser Rabbi und Religionslehrer? Alle wollten ihn sehen. Viele wollten mit ihm reden. Und so hat er immer eine große Menge Menschen um sich gehabt, als wir eingezogen waren in Jerusalem. Am Rande stand auch ich mit anderen Jüngern. Und auf einmal wurde ich von der Seite angesprochen, auf Griechisch. Es waren Pilger, Gottesfürchtige, die gekommen waren, um das Passafest in Jerusalem mitzufeiern. Sie waren keine Juden, aber sie verehrten den Gott Israels. Ob sie sich erkundigt hatten, ob sie meinen Namen Philippus erfahren hatten, der ihnen ja vertraut vorkommen musste, ein griechischer Name, der in eurer Sprache so viel bedeutet wie Pferdeflüsterer oder Pferdefreund. Jedenfalls schienen sie der Meinung zu sein, in mir einen guten Mittelsmann zu haben, und sie sprachen mich an und sagten: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Nun ja, sagte ich zu ihnen, das wollen doch alle. Ihr könnt sehen, wie viele Menschen sich um ihn versammelt haben. Aber da wir Christen ja gefällige Leute sind, habe ich gesagt, ich will mal sehen, was ich für euch tun kann. Zunächst sprach ich den Andreas an, einen anderen von den Zwölfen. Und als Andreas hörte, worum es ging, da sagte er, na, ist ja klar, wer als Pilger, als Tourist irgendwo hinkommt und eben jetzt auch nach Jerusalem, der will ja möglichst auch mitnehmen, was es zu sehen gibt. Und die haben bestimmt auch schon den Tempelbezirk besichtigt, soweit es möglich ist. Die Gräber der alten Könige, die Festung Antonia, wo die Römer ihr Quartier haben, natürlich nur von außen. Und jetzt haben sie eben auch gehört, dass der Jesus hier ist, ein bedeutender Mann, klar, wer lässt sich so etwas entgehen? Aber der Philipp bei Andreas meinte auch, gut, dann gehen wir eben gemeinsam hin und reden mal mit Jesus. Wir mussten ein wenig warten. Es war wirklich viel Treiben um ihn herum. Aber dann konnten wir zu Jesus sprechen und konnten ihm sagen, Herr, das sind einige Griechen, die wollen dich gerne sehen. Und Jesus, er hörte uns zu und gab uns dann eine seiner rätselhaften Antworten, wie man das ja von ihm durchaus gewohnt ist. Und er sagte, die Stunde ist gekommen, wo der Menschensohn verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, so bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in der Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir nachfolgen will, der soll mir dienen. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. So sprach Jesus zu uns. Und dann wandte er sich wieder den anderen Leuten zu. Und Andreas und ich, wir standen nun da und rätselten und dachten, was können wir jetzt den Griechen sagen? Und wir dachten laut nach und ich sagte zu Andreas, er wird verherrlicht werden, sagt Jesus. Ob er jetzt ganz groß rauskommt, ob die Leute, die ihn so begeistert empfangen haben, ihn zum König machen,
Ob wir dann die Römer aus dem Land jagen? Jetzt nach Ostern weiß ich es besser. Verherrlichung, das heißt, dass er gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist. Ein ganz anderer Weg, als wir es uns damals vorstellen konnten. Und Andreas meinte, ob er vielleicht Todesahnungen hat, wenn er von dem Weizenkorn spricht, das in die Erde gelegt werden soll und ersterben muss. Wir wissen ja, dass da auch Priester und führende Leute sind, die gegen den Jesus sind. Ob er vielleicht schlimme Todesahnungen hat? Heute würde ich sagen, nachdem er auferstanden ist von den Toten, ja, das ist die Frucht, die sein Sterben gebracht hat. Dass jetzt viele Menschen aus aller Welt sich um ihn sammeln, eine große Gemeinschaft bilden und die Griechen, ja, die gehören jetzt auch dazu. Und dann, was hat es denn damit auf sich, sein Leben lieben oder sein Leben hassen? Andreas meinte auch, das geht doch gar nicht, ich kann doch mein Leben nicht hassen, wenn ich in dieser Welt leben soll. Und da kam mir der Gedanke, und so mag es Jesus wohl gemeint haben, dass wir uns nicht ständig um uns selbst drehen sollen. Dass das nicht unsere Hauptwörter sein sollen, ich, meiner, mir, mich. Dass wir unser Leben verlieren, wenn wir so gestimmt sind von diesem Ich, meiner, mir und mich. Das kann es nicht sein. Und Andreas sagte da auch, mir fällt ein Wort ein, das Jesus gesagt hat, daran wird jedermann erkennen, wenn ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das scheint der Weg zu sein, der Weg mit Gott, der Weg des ewigen Lebens, der wahre Weg. So also haben wir versucht, uns hineinzudenken in das, was Jesus gesagt hat, aber dieses Wort bleibt merkwürdig sperrig. Sein Leben in der Welt hassen, ob es wie ein Warnzeichen ist, das uns immer wieder einmal darauf hinweist, verlier dich nicht in den Freuden und Sorgen dieser Welt. Und eben auch das andere, an der Liebe erkannt werden als jemand, der zu Jesus gehört. An dieser Stelle muss ich einmal den Philippus unterbrechen. Weil ich unlängst im Fernsehen etwas gesehen habe, was mir als eine schöne Auslegung dessen erscheint, was wir hier gehört haben. Da wurde aus Berlin berichtet von einem sogenannten Silbernetz. Menschen, Männer, Frauen, in der Regel im Seniorenalter, haben sich vernetzt. Entweder so, dass sie bereit sind, andere anzurufen oder sich als interessiert gezeigt haben, einmal in der Woche oder öfters angerufen zu werden. Auf diese Weise können Menschen davor bewahrt werden, zu vereinsamen und andere finden im Anrufen eine sinnvolle Aufgabe. Gerade in dieser Zeit der Corona-Pandemie, die manche und viele Einschränkungen mit sich bringt, ist dies eine wertvolle Hilfe. Ja, wenn ich nun weiter erzählen kann, dann will ich auch zum Ende der Geschichte kommen. So haben also Andreas und ich geredet und dann haben wir gesagt, ja, was sagen wir jetzt den Griechen, ob die das überhaupt verstehen können, was wir uns hier überlegt haben, wie wir Jesus ausgelegt haben. Und Andreas meinte, vielleicht können wir ihnen ja diplomatisch sagen, es passt jetzt nicht, sie sollen andermal wiederkommen. Nein, meinte ich dann doch, das bringt die Leute ja auch nicht weiter. Ein paar Dinge werden Sie auch verstehen können. Wir können Ihnen doch sagen, dass man Jesus nicht versteht und nicht begreift, wenn man in der Zuschauerhaltung bleibt, sondern dass es darum geht, ihn zu verstehen, indem man seine Wege geht, die er uns vorzeichnet. Ja, sagte Andreas, das klingt nachvollziehbar, was du hier gesagt hast. Das können wir Ihnen auch so sagen und wir können hinzufügen, und das werden Sie auch gut verstehen, dass sie ja in Olympia ihre großen olympischen Spiele feiern. Und sie alle wissen, dass es zweierlei ist, ob man als Zuschauer auf der Tribüne sitzt oder ob man selbst in einer Arena mitkämpft oder auch mitläuft. Und darum geht es eben bei Jesus.
einer zu sein, der nachfolgt, der mitkämpft, der mitläuft, der sich einsetzt in dieser Welt für die Liebe in seinem Namen. Ja, ich denke, so können wir das den Griechen erzählen. Und sie werden das sicherlich auch begreifen können. Amen. Spreche ich ein Glaubensbekenntnis mit Worten von Dietrich Bonhoeffer. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist wie ein Weizenkorn, du wurdest begraben und bist auferstanden, du lebst unter uns, du bringst Frucht in uns und durch uns. Wir bitten, befreie uns dazu, dir zu folgen, in der Liebe, die sich einsetzt für andere, damit die Menschen erkennen, dass wir zu dir gehören. Wir beten für die Menschen, mit denen wir zusammen leben und arbeiten. Schenke uns Glauben und Liebe. Jesus Christus, wir kommen zu dir in dieser Zeit der Bedrängnis durch das Covid-Virus. Ach Herr, so lange schon und wie lange noch? Wir bitten, bewahre uns und die vielen. Gib den Erkrankten Geduld und lass sie die nötige Hilfe bekommen.
Steht ihnen bei, die als Ärzte oder in der Pflege tätig sind. Hilf, dass die Impfungen gut vorangehen und die Impfstoffe wirken. Wir bitten für die Schülerinnen und Schüler und für die, die sie unterrichten. Hilf ihnen, dass sie nicht resignieren, sondern in und mit den schwierigen Bedingungen zurechtkommen. Lass die nicht mutlos werden, die fragen, wie es beruflich weitergehen soll. Schenke Achtsamkeit füreinander, damit niemand vereinsamt. Segne alle, die sich für andere einsetzen. Lass die weltweite Pandemie zu Ende gehen. Und lass uns und alle, die in der Politik, in Kirche und Gesellschaft Verantwortung tragen, rechte Lehren daraus ziehen. Und was uns noch bewegt, legen wir in die Worte, die uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gottesdienst geht zu Ende und ich danke an dieser Stelle herzlich allen, die mitgewirkt haben. Mitgeben möchte ich Ihnen noch den Wochenspruch für die kommende Woche. Er steht im Johannesevangelium, Kapitel 12. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.